Das Wort hat Otto Fricke für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Hagemann, das mit dem Oberlehrer will ich mal der Hitze der Diskussion hinstellen. Ich habe es immer so verstanden, dass wir als Haushälter nicht Lehrende, sondern immer in diesen Zeiten erst recht Lernende sind. Und das heißt auch, dass wir immer genau uns anpassen an die Situationen, an die Zahlen, Daten und Fakten. Und dafür brauchen wir Mitarbeiter, und das will ich dann auch tun, weil vielen schon gedankt worden ist. Es sind diejenigen, die nachts in den Büros noch unsere Anträge umschreiben, die Berechnungen machen, die Zahlen hinstellen, die uns helfen, diese Arbeit so zu leisten. In den Abgeordnetenbüros, in den Ministerien, im Haushaltsausschuss an vielen Stellen. Ohne die könnten wir das nicht machen. Es ist eine Gesamtaufgabe. Und da herzlicher Dank von unserer Seite ausdrücklich. Und ich glaube, das gilt für alle, wenn wir das sagen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, der Kollege Schneider hat dann gesagt, zum Verständnis des Haushaltsausschusses, wo ich dabei bleibe, was auch der Kollege Bartle gesagt hat. Wir haben ein kollegiales Verhältnis. Das wissen wir auch, weil wir nun mal nächtelang so zusammenarbeiten. Dass es da mal kleinere Scharmützel gibt, das gehört dazu, das hat es immer schon gegeben. Nun, Herr Kollege Schneider, wenn Sie sagen, dass das Königsrecht des Parlaments da wegfallen würde, wie erklären Sie sich dann, Kollege Schneider, dass diese Koalition und heute dann dieses Parlament eine Rekordveränderung beim Haushalt vornimmt gegenüber der Planung der Regierung, dass sie das tut? Und es ist, und sagen Sie nicht, weil es so gut läuft. Es ist auch in anderen Regierungszeiten schon gut gelaufen, auch unter Ihren Regierungszeiten. Ich weiß bis jetzt war immer noch nicht, warum. Ist es auch gut gelaufen. Wir machen das. Das ist ein starkes Parlament, das mit einem Selbstbewusstsein gegenüber der Regierung ist, aber mit der Regierung eben auch vertrauensvoll zusammenarbeitet. Das müssen Sie akzeptieren und nicht versuchen, den Parlamentarismus weiter runterzubringen. Und dann zu dieser Woche. Vielleicht erinnert sich die Opposition noch daran, wie es früher einmal hieß, in Zeiten von Rot-Grün, aber auch in Zeiten der Großen Koalition. Die Haushaltswoche ist eine Woche der Generalabrechnung der Opposition mit der Regierung. Können Sie mir mal verraten, wo Ihre Generalabrechnung diese Woche war? Da war nichts, da waren Reden über Details, da war Bigotterie über die Frage, was richtiges Sparen ist. Da kommen juristisch übrigens, Kollege Schneider, wahnsinnig interessante Ausführungen zu unterschiedlichen Ansätzen von Konjunkturkomponenten, volkswirtschaftlich wahnsinnig interessante Diskussionen über die Frage, ob ich ein HP-Verfahren oder irgendein anderes Verfahren für die Frage benutze, wie im Aufstieg Konjunktur zu bewerten ist und was Struktur ist. Herr Schneider, das Problem, was Sie und die gesamte Opposition hat, ist, dass die Bürger wissen und merken, es muss gespart werden. Es geht nicht anders. Und deswegen sind alle Vorschläge der SPD, der Linken erst recht, aber auch der Grünen, die Ausgaben hochzufahren, zwar fromme Wünsche, aber sie entsprechen nicht der Realität und sie widersprechen der Verfassung, während wir sie einhalten. Meine Damen und Herren, ich finde, man muss das einfach noch mal für den Bürger festhalten. Der Kurswechsel in der Haushaltspolitik ist gemacht worden. Wir gehen an die Ausgaben ran, wir fahren die Ausgabenkurve runter. Was in 11 Jahren SPD-Finanzministerium nicht gelungen ist, das machen wir jetzt. Wir haben in diesem Jahr 2010 gegenüber dem Plan eine Rekordabsenkung, wie es noch nie einer Koalition, einer Regierung gelungen ist, um 30 Milliarden gegenüber dem Ansatz, bei dem Sie in der Haushaltsdiskussion im Frühjahr des Jahres noch gesagt haben, na, ob die 80 Milliarden mal ausreichen. Wir haben das runtergefahren in Rekordwege. Das ist der erste Teil einer Wende im Bereich der Haushaltspolitik. Kommen wir zum zweiten Teil der Wende. Vergleichen wir doch mal die Zahlen für das Jahr 2011 geplant. Und da steht ja immer noch die Möglichkeit hinter, bei allen Risiken, dass wir auch im Jahr 2011 runtergehen. Dann sind wir 30 Milliarden unter der Planung Ihres letzten Finanzministers Peer Steinbrück. 30 Milliarden runter. Auch das ist der zweite Beweis, dass wir eine Wende in der Haushaltspolitik gemacht haben. Und es ist auch ein Haushalt, der nach vorne guckt, guckt, wo man die Stärken stärkt, nämlich im Bereich Forschung, Bildung, Mittelstand. Und der gleichzeitig aber auch der Verantwortung einer sozialen Marktwirtschaft gerecht wird, indem er die Sozialquote auf einem Niveau hält, das Rot-Grün nie erreicht hat. Das ist der Unterschied zwischen Ihrem Reden und unserem Handeln. Wir machen das, was diese soziale Marktwirtschaft von uns verlangt. Und Sie sind, ich glaube, auch da wird die SPD von den Grünen irgendwann übernommen, Sie sind nur dagegen. Meine Damen und Herren, und dann kommen wir wieder zu der Frage, kann man der Opposition nicht trotzdem ein bisschen glauben, wenn es ihr schon nicht gelingt, eine Generalabrechnung zu machen? Kann man nicht? Sind doch auch kluge Menschen.
Und da kann man sagen, na ja, gut, vielleicht machen Sie es ja da, wo Sie können, anders. Und Sie kennen meinen Hinweis darauf, dass die Kernbotschaft doch eigentlich dieser Woche ist. Hier im Bund, wo christlich-liberal regiert, wird die Verschuldung abgebaut. Und in NRW, dem größten und stärksten Land der Bundesrepublik Deutschland, wird die Verschuldung aufgebaut. Das ist die Realität, und an der Realität müssen Sie sich messen lassen. Aber keine Angst, bei NRW geht es ja noch weiter. Ich weiß nicht, ob Sie schon die neuen rot-grünen Ideen aus NRW kennen. Also die NRW-Landesregierung will die Sparvorgaben für die Gemeinden lockern. Da steht jetzt dann, dass man ein Gesetz plant, mit der den Gemeinden erlaubt wird, den Konsolidierungszeitraum, der auf 3 Jahre festgelegt wird, schlichtweg zu ignorieren. Was sagt Rot-Grün also an nichts anderes als das, was sie in NRW machen wollen? Schuldenbremsen, die Frage des Abbaus von Verschuldung, da sagen wir als rot-grüne Landesregierung, müsst ihr nicht beachten. Und genau dasselbe würden Sie machen, wenn Sie hier an der Regierung wären und würden sagen, es ist alles so schrecklich, es tut uns leid, wir können es nicht anders. Das ist Ihre Argumentation. Und zum Primat der Politik, das will ich dann doch noch zum Schluss sagen. Sie sagen, der Primat der Politik gelte nicht. Da kann ich nur sagen, wer 11 Jahre lang im Finanzministerium dafür gesorgt hat, dass der Primat der Politik nicht gilt, dass ein Markt nicht existiert, weil man keinen Rahmen setzt, weil man nicht kontrolliert und weil man nicht zuschlägt, der kann sich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, wenn ihr als christlich-liberale Koalition die Aufgabe übernehmt, die Finanzmärkte wieder zu Märkten zu machen, dann macht ihr es falsch. Wir räumen euren Mist weg, und wir machen es gerne, denn es ist das, wofür der Bürger uns die Stimme gegeben hat und auch wieder geben wird. Herzlichen Dank.